So, okay, da sind wir wieder. Auf ein neues. Willkommen zurück Okay, zu wir brauchen noch. Borderlands. Genau, wir brauchen noch zwei von den Tagebucheinträgen, von den Tagebüchern. Wir müssen an dieser Stelle zugeben, wir hatten zuvor eine Aufnahme. Ach, wobei die ist ja bei dir mit drauf. Nur bei mir Ja, nicht. ich schneide die einfach an den Anfang. Ja. Ne, jedenfalls, wir hatten schon die Ventilatoren aktiviert und ein paar von den Tagebüchern, die sammeln wir jetzt auch noch. Ja, also was wir eben noch gemacht haben, war die drei Ventilatoren aktiviert und halt diesen Zettel gefunden in dieser einen Kabine. Also das war jetzt ja relativ unspektakulär. Genau. Aber Das hätte ich das war trotzdem gern sowieso. gesehen. Ja, Ihr seid also Pfeife. Was? das war halt eh geplagt von technischen Schwierigkeiten und Problemen. Ja, ist also. So. Wo bist du denn jetzt eigentlich schon wieder? Ich bin hier in dem Wagen, Okay, dann steige ich mal drauf hier. weil wir wollen ja jetzt zu Bonehead wieder, weil dort das eine Tagebuch ist. So, Genau, da dafür bin für den ich. weiten Weg habe ich jetzt ein Fahrzeug genommen. Ja, wir brauchen das ja gleich noch, weil wir noch weiter müssen, aber das erste ist halt hier. Mau. Einmal mehr Bonehead töten. Ja. Ich sehe gar nichts mehr. Nein, Quatsch. So, und jetzt versuche ich halt wieder ein bisschen das. Level Oh, up, Level endlich bin ich aufgelegt. Level Wunderbar. 11. Hier hast du nämlich auch nochmal den Bone Shredder, wenn du den willst. Ich habe den letztes Mal eingesammelt. Epische Waffe. Alles klar, habe ich jetzt auch gesammelt. Sehr gut. Die ist nämlich Etzala. ganz gut. Die kann ich nur empfehlen. Also hier die. Bei mir ins Inventar gehe ich hier mal. Da ist ja. Wobei, ich sehe gerade, ich hatte was Besseres. 21 mal 4 eben. Okay. Ich habe nur die zwei Waffen, ja? Ja, gut. Ich muss mich gerade immer noch reinfinden. Oh, da kommen wieder die fiesen Typen, die habe ich jetzt ganz vergessen, die einen immer anspringen, wenn man hier wieder raus will aus dem Gebiet. Oh, ich hätte auch ruhig skillen können. Jo, kannst du ruhig machen. Ich gucke mal, was ich überhaupt für Skills noch habe. Gar nicht. Ja, stimmt, ich gehe natürlich wieder broke, also dass ich häufiger Bloodwing einsetzen kann und Bloodwing umso stärker wird. You're broken, Alter. Mei, du bist völlig broken, Alter. Wo war jetzt der letzte Tagebuch, genau. Der letzte Irgendwo. Tagebucheintrag. Der. Tja, irgendwo da hinten, würde ich sagen. Boah, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als es nur den ersten Borderlands-Teil gab und ich die ganze Zeit gehofft habe, dass davon mal eine Fortsetzung rauskommt. Ja. Das ist jetzt. Boah, ich habe gerade realisiert, der erste Teil ist jetzt schon 10 Jahre alt. Ja. Da war ich ja damals noch auf der Gamescom und war bei der Präsentation von dem Spiel. Boah. Lepüff. Kannst du Oh, mir helfen? ja, ich check das jetzt erst. So, Wow. angekotzt. Dankeschön. So, das ist das Tagebuch. Was? Was war das denn jetzt? Was nicht? Komm
nach den ganzen Racks auf dich geflogen. Was hast du denn da gemacht? Hä? Wo sind die denn? Ach, da! Die sind über dich geflogen. Das fällt dir jetzt ein. Alter, Kevin. Was denn? Ja, du. Wie? Was hab ich denn gemacht? Du! Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Ich dachte, du hast die angegriffen. Deswegen sind die auf dich. Ich hab doch selbst das Spektakel dann nur gesehen, als sie von dir weggeflogen sind. Aha. Er sagt das doch. Ja. Aua. Das würde ich erstmal ausfragen muss, ey. Warum? Wieso? Weshalb? Du, warum? Das war aus meiner Perspektive nicht zu beurteilen, diese Situation, was da gerade passiert ist. Beziehungsweise wie man den Riesenhaufen da übersehen konnte. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass die überhaupt da waren. So, Alter, dann haben wir jetzt. Zu viel gesoffen oder was? Ja. Du solltest mich hier nicht ans Steuer lassen. Bist du die Frau jetzt, ja? Obwohl ich mit meinen langen Haaren dazu stehe. Ja, im Spiel habe ich die langen Haare. Stimmt auch. Damals, da schließt sich der Kreis. Ah, sehr schön neue Quests hier zur Verfügung. Und ich habe auch ein Level Up. Das ist doch schon mal schön. Ja, natürlich, ey. So. Natürlich kriegt er die ganze Erfahrung hier. Ey, du kriegst sie auch. Ja, und wie ich hier wieder nachhänge, weißt du? Ja, dafür wirst du dann. Ja, aber das ist ja nur, weil ich mehr von diesen Challenges gemacht habe, zufällig. Die wirst du ja auch, wenn du einfach viele Kisten öffnest oder die Gegner im Nahkampf tötest. So, erstmal Muni kaufen. Alles klar, der stöhnt sich hier ein zurecht. Natürlich. Backe, backe, Pizza. Der Kevin ist ein Spritzer. Was? Wow. Was hat er nicht gesagt? Uiuiui. Gut. Ja, mit mir hat man es nicht leicht. Wir können noch beim Chef Sanders die Quest abgeben und dann zu diesem Arena-Kampf da gehen, wo die Skags kommen. Ja, stimmt. Gut, ich will hier raus. Oh, Quick Health Regeneration, das klingt doch schon mal gut. Also. Sehr schön. Also. Gutes Item. Würde ich sagen. Was zuerst? Zum Circle of Death, weil das auf Level 12 ist. Die anderen sind noch ein bisschen zu hart. Okay. Machen wir das jetzt. Dazu müssen wir wohin? Weiter hier einfach um die Ecke gleich. Ach so. Da ist auch rechts gleich dieser Knochen. Und da können wir doch noch rein, da ist dann dieser Überlebenszirkel, ich weiß jetzt nicht, wie das im diese Deutschen Arena. Jetzt hier ist das nämlich, genau. Jo. Ah, nix, alles klar. Ich habe direkt schon mal von Skags begrüßt. Der Skag, man. Aua. Sag mal. Die Elder Skag steht hier. Älterer Skag. Die Elder Skag Skyrim, ja. Boah, ich mach irgendwie mit meinem Schaden. Traut euch, kommt zu mir! Ich mach gar nicht so viel Schaden. Naja, du hast ja einen Schaden. Ja. Der nennt sich Brick. Another brick in your wall.
Sodala. Oh, der rennt natürlich schon raus. Ist auch der Raid Saban. Mann! Ihr habt doch nur kurze Beine! Was? Okay. Oh, Money. Ah ja, Schrott verkaufen auf jeden Fall. Ja, stimmt, das wäre auch mal eine gute Idee. TK's Wave, die brauche ich eh nie. Ja, kein Wurf. Glorious Havoc. Oh, ich glaube, die habe ich noch. Die ist ganz gut. Glaube. Ja, doch. Die hat sogar Feuerschaden. Immer schön das Magazin upgraden. Ach ja, geht ja jetzt auch. Boah. Ja. Gibt ja noch kein Iridium hier. Und ein Revolver wäre auch mal was Schönes. Haben die einen im Angebot? Cheap Revolver, ah, der ist ja wieder ein bisschen. Ja, vielleicht finde ich noch einen guten Bloody Revolver, ah, ich weiß auch nicht. Oh, doch, das hat eigentlich gute Werte. Kommt, den rüste ich mir mal aus. Mach du mal. Ach, ich muss es Level 13 sein. Ja, okay, dann kann ich das knicken. Ja, dann mach ich das wohl nächstes Mal. Kann ich mir nicht leisten. Granate. Na egal. Was ist das? Schockresistenz. Aber viel zu teuer. Oh, erzeugt Schock Nova, wenn verbraucht. Dann rüste ich das mal um. Jo. Ich lasse den einen noch drin, falls das doch zu schlecht ist. Der mit der schnellen, ja, Gesundheitsregeneration. Das sieht immer geil aus, wenn der Brick so kleine Waffen in der Hand hat. Ey, du. So. Ah, herrlich. Der Typ ist einfach die größte Waffe von allen, aber dann so ein kleines Pistölchen in der Hand. Tja. Aber Hauptsache, Kevin hat wieder was zu lachen. Ja. Ja, 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 ja. Eigentlich mehr Remixes von deinem Jahr machen. Warum? Sag ich das so oft oder wie? Ja. Tust du aber tatsächlich. Ja, gut, manchmal weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Besser nichts. Ja. Oh, 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 oh. Den hätten wir gelegt. Boah. Geben aber auch gute Erfahrung. Noch einer. Ne, püff. Was ist eigentlich mit deinem Berserker-Modus? Abklingen. Ach so. Okay, ja. Lieber, ich habe heute noch gar nicht gesehen, dass du den eingesetzt hast. Ach so, habe ich aber ein paar Mal. Habe ich gerade eben gemacht. Okay. Ah, okay, dann habe ich den immer verpasst. Schade. Jo. Ich dachte nämlich so, normalerweise hört man doch dann immer so ein irren Typen laut schreien. Was ist da los?
Girlfriends, Girlfriend. Oh, next level. Oh, next ist aber Stufe 15. Eieiei. Ah, Level 12. Ich wollte gerade Level 13 sagen, aber stimmt gar nicht. Ja, leider noch nicht, sonst könnte ich den Revolver tragen. Oh, nochmal 2000 Erfahrung bekommen. Weil ich hier. Ja, genau. Erfolg freigeschaltet habe. Willst du jetzt schon die nächste Runde? Die ist ab Level 15, ne? So, oh. Das meintest du. Ja, hab ich gar nicht gehört. Ja, das meinte ich. Wir könnten halt als nächstes diese Sniperjagd machen bei den Arid Hills. Die ist eigentlich auf 12. Und gut für dich. Ihr Sniper, der du bist. So. Wieso war das gut für einen Sniper? Achso, weil wir eine Sniper finden. Ich glaube, die ist aber nicht gut. Ah, okay. Ich glaube, die ist nicht nach meinem Gusto. Nee, die ist. Nee, ich glaube, die ich jetzt habe, die ist schon noch nicht mal sonderlich. Und, obwohl, das ist eigentlich eine Vicious Sniper. Doch, doch. Eigentlich müsste die. Die hatten halt nicht so viel Schaden. Aber. Ja, schauen wir mal. Schade, kommt man da hier nicht hoch. Aber schon sagen. So. Hier ist aber nichts. Ich glaub, ist ja wie Gothic, eine Bestrafung, da findest du was und da ist nichts. Ja. Hallo. Aua. Ich glaube, da oben war ich noch nie drin. Wolltest du einsteigen, damit wir weiterfahren? Oder? Ist das nicht gleich da vorne? Ah ne, ist ja in. Aua. Nee, wir müssen ja zu. Ja. Ach so, das ist in der anderen Map. Ach ja. Ja, genau. Hier war genau. Ja was anderes. Hier war, glaube ich, das Maschinengewehr, wenn ich mich recht entsinne. Wenn man über diese Brücke geht. Wir müssen halt zu den Arid Badlands dafür. Wo sind wir da? Nee. Nee, das ist ja bei Chip Centers. Der Eingang durch ein Metallrohr. Die Arid Hills, genau. Ah, ja, ja, stimmt. Die arischen Hügel. Was? Ja, ich glaube, das soll das nicht heißen. Wow. Bing, bing, bong. Jo. Da sind wir. Wundervoll. Der zählt trotzdem nur als einer. Traut euch, kommt zu mir! Was? Ja. Du bist auch sowas wie der Drachenlord des Westerwalds, ne? Ja, danke schön, ey. Das weiß ich selber. Das muss mir keiner vor die Nase halten hier. Ja, wobei, ich habe noch nicht allen Hass auf mich gezogen. Noch nicht. Nee, noch nicht. Das ist nicht. Tatsächlich. Du bist noch ein bisschen beliebter als der Drachenlord. Nee. So beliebt wie der ist keiner. Diese Waffe ist dein letzter Rotz, ne? Oh, die sind aber auch schon auf Level 13, ey, die Viecher. Mach doch nichts, das sind wir auch gleich. Ja, das. Ich sterbe. Ich auch. Nicht. Ah, okay. Das ist noch geschafft. Oh, wunderbar. Sehr schön getimed. Das war Skill. Zu meiner sage, ich bin der Drachenlord des Westerwalds. Das kriegt der noch nicht mal hin, ey. Metal, Leute. Ey, hör auf damit. Ja, wobei, wie oft ich den Drachenlord in TTT schmeiße. Als Waffe. Gott sei Dank, da hat man erst eine Melonenwindel an und dann wirft man dieses Ding da weg. Sagt dir wahrscheinlich noch nicht, hast du noch nie gespielt.
Nee, nee. Aber ich glaube, davon hast du mir ein paar Mal Videos geschickt. Ja? Meine schon. Ach stimmt, kann sein. Irgendwas mit so Fässern, die von der Decke fallen und all so Späße, irgendwie sowas. Ja. Wo ich als Fass hier einen anderen Spieler angesprungen bin. Wohl eher. Ja. Die Püff hat's gemacht. Das sind allerlei Informationen hier. Wo muss man immer auf dich aufpassen? Oder Och. auf sich selbst? Wir haben gerade mal 20 Minuten jetzt hier in dieser Folge. Dabei kommt mir das schon vor wie, weiß ich nicht. Ja, weil wir technische Probleme hatten von 1,5 Stunden. Nee, ich dachte mir. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich dachte, mir kommt das jetzt schon vor, als nehmen wir 40 Minuten auf jetzt. Na. Aber schon einiges geschafft jetzt doch noch. Oh fuck, fuck. Oh, jetzt habe ich auch noch keine Muni. Ich weiß nicht, ob ich das selber überlebe. Ich weiß es nicht. Nee. Weil es sind einfach zu viele. Ja, die sind auch heftig hier. Noch. Was müssen wir überhaupt noch lang gehen, sag mal. Ja, wir nehmen alles mit, was wir leveln können. Ja, wir Solange sie kommen noch gute direkt Erfahrung geben. ins starke Gebiet. Das ist es. Ja, hier sind auch noch Mo und Marley in der Gegend, aber die, oh. Gespoilert. Was? Nee, das hieß ja die Quest, die habe ich ja eben schon gezeigt. Das, Hat er Mist? Oho. Und der ist gut gekokelt. Ah, okay, jetzt bist du im Berserker-Modus, sehr schön. Was ist? Ja, wo ist denn jetzt noch einer, sag mal? Da. Ja, ich fühle mich aber total überflüssig. Ich gehe mich jetzt schützen. Oh, hier sind noch ein paar mehr. Eieiei. Eieiei, die stehen alle da hinten. Ich nehme gleich Diablo 3 auf. So was? Ach komm, ey. Wie viel Schieß hält auf der den denn? Großen. Schieß auf den Großen, der Ja, müsste würde ich ja müsst gerne, aber überleben. den. Mann, ey. Ich habe nur Kackwaffen irgendwie. Noch. Oder ich komme damit nicht zurecht. So sieht's aus. Ey, ich sterbe einfach viel zu schnell. Ich bin gleich tot. Hau mal ab da. Okay, dann halte ich mal am besten hier. Oh, ey, was soll. Warum bin ich Bist denn du jetzt Moslem explodiert? geworden oder was ist jetzt los? Der Moslem explodiert ist sich nicht gleich erstmal selbst, weißt Terrorist. du? Hier, nimm das Medikit hier. Ich nehme das andere. Welches andere? Scheiße. Ja, ich kann mich ja durch den Bloodwing heilen, deswegen nimm du erstmal die Ah, Heildinger. alles klar. Bloodwing heilt mich ja mit seinen Ah, Angriffen. Ich habe das ja, gerade ich hab's geskillt. vergessen. Ich hab's vergessen. Nee, das habe ich ja eben erst geskillt, also das. Ach so. Ah. Oder kann sein, dass ich ja schon einen Punkt drin hatte, aber. Ach so. Ja, ich habe auf jeden Fall erhöht die Menge, die er mich heilt. Sagen wir mal so. Ja, hat Und er ich habe ja, nicht. hab ja auch ein Schild, der mich regeneriert. Ja, stimmt, die Schnelle, die ich dir auch zu Anfang geschenkt Ja, hatte, weil ich genau. doppelte hatte.
Nee, das war die Questbelohnung, die habe ich eben genommen. So? Hä, ich hatte die auch zuvor noch eingegeben, Hier, meine das ist ich. so ein. Ja. Oder hast du jetzt besseres? Ich habe auf wesentlich besseres, ja. Oder habe ich das einfach wieder angezogen? Da steht Level Requirement 2. Was? Ja, okay, dann ist es die Schwache noch. Die Okay, dann habe Anfangsdinge. ich. Okay, kann sein, dass ich tatsächlich genau das Schild immer. Also, wer erinnert sich noch an alles? Du oder ich? Was? Lipüff! Jawohl. Weit und breit. Überlastkapazität, was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, hier habe ich noch eine bessere. Ah, jetzt bin ich ja auf 13. Ich kann ja jetzt den Revolver tragen. Sehr schön. Ist klar. Wundervoll. Ach, nur in Zoo kann ich hier so. Hä? Ah, ne, das ist jetzt meine andere Waffe. Ja, schon viel besser, dass ich durchgehend schießen kann. Ja. Das ist schon praktisch. Ja, schön auf die Fresse. Wo? Wo? Wie? Was? Na toll, danke. Ja, Bloodwing. Findest du das lustig? Jo. Toll. Ich fühle mich gemobbt. Jetzt halt mal nicht rum. Ach, halt's Maul. Kriegen wir es heute noch hin, Chef? Oh, hey. So, was hast du jetzt davon? Das habe ich dir getan. Was mir ein Kind geklaut. Ich bin Ein extra in Kind? Berserker-Modus gegangen. Okay. Da hinten das brennende So. Wrack hier, ey. Meine Güte. Herrlich, die Aussicht. Ach stimmt, der eine war da noch so gut versteckt. Ja, genau. Oh nein, Kevin. Ja. Komm, hilf mir. Ich bin unterwegs. So, hier. Ja. Ah, sehr gut. Da war es noch. Das weiß ich noch. Ja. Damit ist die Folge auch gleich wieder zu Ende. Ein Jo. Traum, wenn irgendwas mal durchgehend klappt hier. Tatsächlich, ja, das lief gerade ja wie am Schnürchen. Nun gut. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Borderlands 1 mit Scavengina. Hey. Und dem Vogel. Und Noctura, das muss man ja nicht verweiblichen, der hat direkt schon einen weiblichen Namen genommen. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.